Cheers. Stay hydrated. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch meine Kollektion von den Sisters in Sneakers Hoodies. Ja, wollte auch ein bisschen darüber sprechen und so. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also, Leute, ihr müsst wissen, ich bin so ein Suchti, wenn es um Hoodies geht und um Sweater. Und ich liebe einfach diesen Oversized-Look und habe wirklich durch Sisters in Sneakers die besten Hoodies gefunden für mich, die mir am meisten stehen, die oversized sind und nicht so richtig kartoffelsackmäßig aussehen. Ich dachte mir so, warum das nicht mit euch teilen? Die Kapuzen sind auch mehr so, dass sie so stehen und auf dem Kopf auch nicht so aussehen, als wäre man so ein Zwerg mit so einer Spitze, weil ich hasse es. Ich hasse nichts mehr, als wenn Hoodies so richtig kleine, enge Kapuzen haben. Ich finde, das sieht einfach überhaupt nicht stylisch aus und überhaupt nicht gut. Das Video ist nicht gesponsert. Ich rede von meinen persönlichen Erfahrungen und möchte einfach, dass ihr die bestmöglichen Inspirationen von mir bekommt. Wie ihr seht, ich trage hier auch den Sisters in Sneakers Hoodie. Ich liebe den Hoodie. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingshoodie, den ich besitze von denen. Ich dachte am Anfang, der ist so ein bisschen gräulich. Aber als er angekommen ist, ist er mehr so in diesen grünen Vibe gegangen. Deswegen fand ich den echt spannend. Ich fand den auch sehr ausgefallen, weil ich normalerweise gar nicht solche Farben trage. Deswegen war ich so, yes, I take that. Fange ich mal einfach an mit dem schwarzen, also das ist komplett dasselbe wie das hier, nur dass der halt komplett schwarz ist. Ich sag's bestimmt heute tausendmal, aber die Qualität von den Hoodies ist wirklich 1A. Ich liebe das, dass die halt so ein bisschen dicker sind und halt mehr sitzen. Also an den Ärmeln seht ihr, dass die halt wirklich komplett so flodderig sind. Der Druck hier vorne ist jetzt nicht raufgedruckt, sondern mit drauf gestrickt. Und ich finde das wirklich mega, weil ich immer die Angst habe bei so raufgedruckten Sachen, dass die gefühlt nach 2 Wäschen schon irgendwie komplett abfloddern. Das Muster hinten auf dem Rücken ist zwar raufgedruckt, aber ich habe diesen Hoodie schon wirklich 10-mal gewaschen und da ist wirklich immer noch alles dran. Deswegen, yes. Als nächstes haben wir auch einen Hoodie, der ist ein bisschen heller als den ich jetzt gerade trage. Der ist mehr so gräulich. Vielleicht sieht man das in der Kamera nicht so. Der ist ja mehr grün und der ist mehr so gräulich. Oder bin ich blind? Naja. Also der hat auch diesen Sisters in Sneakers Logo drauf. Wenn man genau drauf schaut, ist der Druck einfach 3D. ASMR Moment. Nee, also ich finde diesen Druck einfach mega cool, weil es so kind of minimalistisch ist. Man muss halt natürlich auch den Preis dazu zahlen, ne? Die sind jetzt nicht so billig. Also Nike, die kostet auch jetzt 60 Euro, aber man musste ein bisschen mehr Geld drauf zahlen, damit die ganzen Zollgebühren inkludiert werden in den Preis. Ja, das ist so ein kleiner Minuspunkt, aber wie gesagt, es lohnt sich ja total. Ich finde die so, so, so schön und die sehen alle so toll aus. Und ich bin einfach komplett verliebt. Der nächste Hoodie, den habe ich auch noch kein einziges Mal getragen, weil ich noch nicht so ganz wusste. Es wird ja auch schon ein bisschen wärmer und so. Deswegen war ich so, ich kann ihn jetzt noch nicht tragen, aber wahrscheinlich im Herbst. Ich finde auch die Tags auch unglaublich schön. Also dieser Hoodie ist komplett gestrickt. Also es hat so ein Stricklogo. Auf jeden Fall sind da so Quadrate drauf. In der Mitte ist da wieder so ein kleines S, was man erkennt hier. Ich finde ihn total ausgefallen. Vor allem, weil er auch so kleine Punkte in dem Stoff drin hat. Und ich finde ihn auch wirklich so, so schön. Alle Größen, die ich habe, sind in S. Aber diese Strickpullis, die fallen ein bisschen mehr aus, weil die natürlich ein wenig mehr dehnbar sind als die normalen Hoodies. Den nächsten Sweater, den ich habe, ist so ein, auch so ein Strick Oversized Jumper. Der ist mehr für die wärmeren Tage und so. Also ihr könnt ihn auch so als Kleid tragen, mit einer Leggings, mit weißen Sneakern. Ich würde dazu auch sehr gerne weiße Air Force tragen, weil Air Force braucht man immer. Das Sweatshirt, was ich euch jetzt zeige, ist auch einer meiner Favorites. Ich finde den so cool. Er gibt zwar so ein bisschen Opa-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen muss ich mir den auch unbedingt holen. Und zwar geht es um den hier. Ich finde, der ist einfach so vintage. Ist richtig dick und auch so wollhaft, finde ich. Er ist grau-schwarz mit so einem leichten Verschwommenen drinne. Und hat hier so einen Strich in der Mitte, also auf der Brust. Und hier deren Logo. Das ist nicht drauf gedruckt, sondern auch komplett drauf gestrickt. Der sieht so, so, so cool und fancy aus. Und wenn ihr so eine süße Handtasche dazu habt oder so ein Stirnband, ich lieb's. Als nächstes kommen wir zu diesem guten Stück. Er hat genau wie der andere so einen runden Schnitt mit diesem V-Schnitt hier drin. Das ist sehr, sehr, sehr weich und
ist so ein bisschen fusselig, was ich echt toll finde für den Effekt. Das ist so ein kleines bisschen verschwommen, das Logo hier. Aber ich finde das wirklich echt, echt fancy. Wenn ihr eine Leggings trägt oder mit einer Jeans, mit weißen Sneakern, mit schwarzen Sneakern. Man kann es wirklich mit allem kombinieren. Und am Ärmel zieht sich das Logo einfach komplett bis nach vorne, was ich auch total schön finde. Und ja, keine Worte. Das nächste gute Stück ist auch ein Hoodie, was so ein Teddy-Muster hier vorne hat. Es ist grau. Und der Stoff ist ein bisschen dünner als das, was ich hier habe. Was ich auch jetzt nicht so schlimm finde, weil man kann den auch zum Beispiel an wärmeren Tagen anziehen. Ich fand das Logo auch total süß mit diesen zwei verschiedenen Grautönen. Und deswegen meinte ich dann so, oh nee, der muss jetzt auch mit. Dieser Sweater ist richtig gut kombinierbar mit Uggs. Ich finde, das gibt so richtige Berg-Vibes, so in den Hütten und so. Mit einem Kamin. Ich finde, das sieht einfach richtig süß aus. Vor allem hier mit diesem Zipper. Das Logo ist natürlich auch drauf gestrickt und was ich mega, mega schön finde, ist, dass die Ärmel automatisch so hochgepusht sind und dass die automatisch so schön an der Hand liegen, sodass es so aussieht, als wäre es so hochgerollt. Der ist hier am Bund unten, ist er so aufgeschlitzt, sodass man hier so ein kleines bisschen einen Oberschenkelfreiraum hat. Ich finde ihn wirklich toll mit dem Beige, mit dem Braun. Ich liebe Beige, also musste der auf jeden Fall mit. Der ist auch dicker. Also für die wärmeren Tage im Winter gedacht. Ich werde den in diesem Winter und diesem Herbst auf jeden Fall richtig oft tragen, weil jetzt natürlich ist es zu warm dafür, obwohl ich wirklich diese ganzen Sweater und Hoodies liebe. Das ist einfach meine Zeit. Ja, ich finde den wirklich 1A. Diesen Strickpullover habe ich auch noch gar nicht getragen. Der gibt mir auch so mehr Winter-Vibes. Der hat auch so süße Schäfchen, also so kleine süße Tiere auf der Brust und hat auch so diesen Kragen hier oben, sodass man hier so aufsippen kann. Ich habe den noch kein einziges Mal getragen, wie gesagt, ich werde den aber bestimmt auch irgendwie schön kombinieren mit so weißen Details, schwarzen Details. Wird es auf jeden Fall sehr, sehr schön aussehen. Last but not least habe ich hier so einen Strickpullover. Den habe ich auch noch kein einziges Mal getragen, weil ich noch nicht ganz wusste, mit was ich das alles kombinieren soll oder kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den so sehr mag. Weil ich finde, der steht mir halt nicht so. Ich habe den trotzdem behalten, weil ich mir so dachte, irgendwann kann es bestimmt zu einer Situation kommen, wo ich mehr so braune Klamotten brauche oder haben möchte. Und deswegen habe ich den einfach behalten, weil es sich nicht lohnt, die dann zurückzuschicken und dann die Zollkosten quasi umsonst waren. Der hat hier so eine süße kleine Schleife am Bauch, sodass man es ein bisschen enger ziehen kann. Aber an sich ist es ein sehr, sehr, sehr süßes Oberteil. Wie ihr seht, ich bin einfach wirklich verliebt in die Produkte von Sisters & Seekers. Ich wünschte wirklich, dass die international gehen würden, sodass man jetzt nicht jedes Mal ganzen Zollgebühren zahlen müsste. Ich finde die Qualität wirklich extrem schön. Ich finde die Motive total cool und minimalistisch. Ich finde einfach alles top. Wenn ihr wirklich auch so eine Person seid, die Hoodies liebt, dann empfehle ich euch die Marke extrem. Alle Hoodies, die ich gerade gezeigt habe, werde ich natürlich in der Infobox unten verlinken. Alle anderen Sachen werde ich natürlich auch verlinken. Und ich hoffe, ihr schaut dann beim nächsten Video bei mir rein. Bye, bye!